So, ich bin mal wieder mit einem neuen Tutorial da. Ganz recht. Ich nehme jetzt wieder mal auf. Diesmal geht es um eine Better Dungeon Mod für Minecraft 1.1. Ich werde natürlich, sollte 1.2 rauskommen, werde ich natürlich so noch verlinken. Aber erstmal ja, diese Version. Ja. Was bringt der Mod überhaupt? Er fügt neue Dungeons, die man im Einzelspieler finden kann. Zum Beispiel jetzt Piratenschiff oder so. Das können ja natürlich hier alles durchlesen. Und ja. Wenn ihr den Mod mitverfolgen wollt, hier oben findet ihr alles. Ihr könnt auch den Forum nochmal durchlesen. Ja. Was bringt dieser Mod? Ja, okay, das habe ich ja schon gesagt. Für neue Dungeons zu, bla bla bla. Wir gehen sofort zur Installation. Ihr drückt wieder mal Windows R, Prozent App Data, Prozent. Okay. Punkt Minecraft. Den Binordner Minecraft. Jar mit WinRAR öffnen. Dann erscheint so ein Fenster. Dann öffnet mir den Mod Loader. Ist dieselbe Installation wie beim Elementar Creeper Mod, einfach einfügen. Ich werde es mal anders machen. Ich werde jetzt einfach mal so noch extra Tutorial für Mod Loader machen und 20 Items und Singleplayer Comments. Ja. Was macht ihr mit der Datei Better Dungeon? Ihr geht in den Punkt Minecraft, erstellt einen Ordner namens Mod, sollte der vorhanden sein, öffnet ihr den und fügt den Better Dungeon einfach da in den Ordner rein. Das war auch schon. Zu dem Mod Review. Ja. Ich werde da noch extra Parts machen. Zum Beispiel, ja, die werden eher gesagt, sind Let's Adventure. Da werde ich dann verschiedene Dungeons aufnehmen, wie ich die erkunde und so. Das war jetzt erstmal das Tutorial. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich werde wahrscheinlich heute noch was aufnehmen. Dann. Bis dann.